Wir machen es uns heute mal sehr einfach, denn ich habe auf leakduck.com eine schöne Übersicht gefunden, wie der heutige Tag ablaufen wird. Und damit erstmal willkommen zurück. Wer jetzt keinen Bock auf ein Video hat, der kann auch einfach selber auf leakduck.com gehen und dort sich in aller Ruhe selbst anschauen, was es heute alles Schönes gibt für Ticketbesitzer und Nicht-Ticketbesitzer. Und das gehen wir mal ganz kurz durch, damit wir auch alle gut vorbereitet sind, falls jemand diese Information noch nicht hat. Wir scrollen mal nach unten, Tag 2, da steht's auch wieder von 10 bis 20 Uhr, das ist ja nichts Neues und hier geht's auch schon los. Wir haben folgende Boni. Wenn wir einen Rocket Rüpel besiegen, kriegen wir zweimal Komponenten, das heißt, du musst nur drei besiegen, kriegst dann schon die Möglichkeit, einen Boss gegenüberzustehen und kannst den eben auch besiegen und das ist schon ziemlich geil, denn erstens, die Rocket Rüpel sind von der Schwierigkeit her vereinfacht. Habe ich schon getestet. Ich habe die ersten Kämpfe schon bereits bestritten. Und das geht jetzt schon los, nicht erst ab 10 Uhr. Und die Rocket Rüpel sind wirklich gefühlt doppelt so einfach. Das spart natürlich Tränke. Und die Bosse kommen mir aber so vor, als seien die immer noch genauso schwer. Dann steht dort, alle 15 Minuten haben wir einen Respawn. Und das ist auch geil. Also wenn du jetzt kein Ticket hast, aber du hast viele Stops in der Nähe, kannst du alle 15 Minuten immer wieder einen neuen Rüpel besiegen und kriegst eben so deine ganzen Teile zusammen. Ah, das ist schon ziemlich geil. Dann Frustration kann während der Eventzeit auch verlernt werden. Ist jetzt nichts, was für mich so interessant ist, aber für diejenigen, die mit diesen Shadow-Pokémon auch spielen möchten und da was draus zaubern wollen, ja, dem wird natürlich dann das etwas mehr bringen, diese Informationen. Und wir haben eine erhöhte Rocket-Ballon-Frequency. Und da schon der erste Unterschied zu den Ticketbesitzern. Ein Ticketbesitzer bekommt diesen Ballon permanent. Also wenn da steht, like very frequent. Und das very ist hervorgehoben. Klingt es so, als ich mache einen Ballon, besiege den, oder es kommt sofort ein neuer. Und das ist nur für Ticketbesitzer erwerbbar oder überhaupt möglich. Es ist die große Frage, ist das geil oder ist das nicht geil? Denn ich bin jetzt nicht so ein Freund von Team Rocket. Und wenn ich da permanent den Ballon auf dem Bildschirm habe, dann könnte es eher störend für mich werden. Weil wir haben ja auch wieder Event Spawns, alles das von gestern. Und wenn dann die coolen regionalen Sachen mit dabei sind, habe ich jetzt wenig Lust, immer die Map so zu drehen, dass ich dann nicht auf den Ballon klicke. Ja, schade, dass man das nicht abstellen kann. Bin ich mal gespannt, ob das dann wirklich so ätzend wird, wie ich es befürchte. Ansonsten lebe ich damit. Dann, wir haben Shadow-Pokémon. Sierras Team, Cliffs Team und Alos Team hat wieder Tunnel, Pinsir und Flunkifer. Das war so mein erstes Ziel, als ich gesehen habe, wir haben Flunkifer und wir kriegen auch die Komponenten sehr schnell zusammen. War mein erster Wunsch, naja, vielleicht jage ich heute einfach mal Shiny Flunkifer in Shiny. Warum denn nicht? Es ist eine sehr einfache und gute Möglichkeit, heute an dem Event das zu stemmen. Die haben auch jetzt legendäre Pokémon. Das Ding ist, du kriegst aber nicht die legendären Pokémon. Nur wenn du ein Ticket hast, kannst du, wenn du Sierra, Cliff und Alo besiegst, dir jeweils eins dieser legendären Schatten-Pokémon aus der Belohnung von der Ticket-Spezialforschung holen. Das werden wir nachher gleich sehen. Das ist dann auch ein Unterschied für diejenigen, die eben das Ticket haben. Die kriegen hier die legendären Shadows. Und naja, ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt braucht. Kann eben auch sehr schlechte Werte haben, erlösen musste. Es ist eine sehr kostspielige Sache. Die sind zwar stärker, muss jeder für sich selbst entscheiden, wie geil das ist. Dann Giovannis Team, die hatten Mewtwo und hier genau das gleiche. Du kannst es als Schattenvariante in der Feldforschung dann bekommen, wenn du es Ticket hast. Es gibt Spawns und es hat mich eben so ein bisschen auch, ja nicht überrascht, interessiert schon eher. Denn wie sind die Spawns im Verhältnis zu gestern? Und hier sind alles nochmal die Pokémon, die wir auch seit gestern hatten. Das heißt, die werden heute ebenfalls spawnen. Mit dem Unterschied, es gibt ja keine Habitate. Davon lese ich nichts. Das heißt, es ist absolut random, wie stark, wie sehr ein Pokémon in der Wildnis spawnen wird. Mit ein bisschen Glück kriegt man vielleicht wieder so einen Kaumanat in der Wildnis. Ein paar Lichtel wollen ja auch ein paar noch haben. Also da bin ich wirklich super gespannt, ob das so funktioniert. Wenn ja, hätte ich doch nochmal einen Anreiz rauszugehen, um da ein paar seltene Pokémon noch mit abzugreifen. Und hab das oben gelesen. Ich gehe nochmal hoch.
Most of these bonds are available for everyone but ticket holders. Might have increased frequency of certain Pokémon. Und damit meinen die die regionalen Pokémon, wie eben die Schlange oder eben Phonifras. Die gibt's eben durch Rauch und das nur, wenn du ein Ticket hast. Also schön Rauch anschmeißen und das ist ähnlich wie gestern. Kannst du Glück haben und ein schillerndes noch bekommen, was du gestern vielleicht verpasst hattest. Und das finde ich sehr cool. Hast am zweiten Tag hier nochmal die Möglichkeit. Und dann, wenn du Fotobomb machst, kriegst du immer noch dein Rotom und du kannst die Go-Zeichen auch in Shiny nochmal bekommen aus Rauch. Das haben sie also beibehalten. Hier nochmal die Übersicht über die Eier. Wer da Bock hat zu brüten, ich bin da kein Freund, ich brüte während des gesamten Events überhaupt nicht. Habe ich gestern nicht gemacht, mache ich heute auch nicht, weil für mich ist das Ei ausbrüten eher, ja, es stört. Da ist auch nichts Cooles drin, Chance auf den Shiny ist nicht so hoch, die Animation will ich mir nicht anschauen, deswegen lasse ich das Ei ausbrüten weg und konzentriere mich nur auf das Anklicken oder eben Besiegen der Rocketrüpel oder was auch immer, mal sehen. Das ist dann für mich also eher nicht so interessant. Aber die Raids sind wieder interessanter. Wir kriegen die Icon Pike, ja? Das dürfte einige freuen. Leider immer noch nicht in Shiny. Für mich ist da Giratina das einzige Pokémon, was ich in den Raids machen würde, weil ihr kennt mich. Ich habe immer nur Bock auf diese ganzen Shiny-Pokémon und es ist das einzige Pokémon, was es aktuell in Shiny gibt. Deswegen werde ich, wenn ich einen Raid mache, nur Giratina in dieser Wandelform besiegen. Vielleicht ist ja da was Cooles drin. Also da kann wieder jeder für sich selbst entscheiden, wie er heute vorgeht. Das sind nochmal die neuen Shiny-Pokémon, die seit gestern eingeführt wurden. Können wir, denke ich, auch schnell überspringen. Und hier ist nochmal die Infografik für Ticketbesitzer. Also auch heute kann man ja theoretisch noch das Ticket kaufen. Die hatten ja gesagt, bis zu 2 Stunden vor dem Abbruch des gesamten Events. Und die Belohnung sieht schon gar nicht so schlecht aus. Du musst nur einen Schnappschuss machen, kriegst schon 2x Rauch, dann 100 Pokebälle und ein bisschen Sternenstaub. Als Belohnung nochmal Sternenstaub und Toppeleber und Macho. Das ist schon in der ersten Questreihe drin. Dann im zweiten Schritt kriegst du auch wieder alles zum Heilen. Da kriegst du Toppeleber und ein Top-Tränke, 20 Sonderbonbons. Also auch das gar nicht so schwer, die Herausforderung. 2 Rocketrüppel besiegen, 2 Schatten-Pokémon fangen und 1 erlösen. Aber das kriegt man wirklich hin. Und dann, hier haben wir die Schatten-legendären Pokémon. Arlo besiegen, Cliff besiegen, Sierra besiegen und dann einfach Shadow an Shadow abholen. Und dann kriegst du sogar noch den Radar für den Boss. Dann kommt der Boss, hat ein Shadow Mewtwo. Ich denke, das ist richtig Hammer. Und Victini als Belohnung mit nochmal 2x Rauch. Und dann kriegst du, wenn du es abgeschlossen hast, nochmal 2x Rauch plus als Endbelohnung ein Victini-Shirt und 2 Raid-Pässe. Also alles im Allen, hier steckt auch wieder 6x Rauch drin. Wenn du 10 Stunden spielen willst, musst du halt 4x in die eigene Tasche greifen, was Rauch angeht. Aber es geht. Also das Event sieht so, wenn ich es jetzt lese und mir einen Plan versuche im Kopf zu machen, eher so aus, als hätte ich dann schon wieder Bock rauszugehen. Ich weiß, ich werde nicht ganz so viel Gas geben wie gestern, aber es ist immer noch lukrativ. Zumindest von dem, was ich hier gerade gelesen habe. Das wollte ich euch kurz zeigen, bevor das Fest eben losgeht. Also heute gibt es kein Gameplay, auch wenn ich hier durch bin mit dem Tag heute. Wir werden am Anschluss des Tages kein Video uns reinziehen. Wir sehen uns erst wieder am Ende der Woche oder, nein Quatsch, am Ende des Monats. Dann kommt die erste Ultra-Woche, dann können wir nämlich über die ganzen coolen Drachen-Pokémon sprechen und machen ein Gesamtfazit zum Monat Juli. Das wird fett und ich freue mich jetzt schon auf Kaumalat und Kapuno in der ersten Ultra-Woche. Weil wenn die, es reicht, wenn da einer von den beiden Pokémon, wenn eins von beiden schon in den Feldforschungen zu bekommen sein wird, alter Heavy, dann mache ich hier Luftsprünge. Dann wird das so dermaßen gejagt und gesuchtet, bis die Pokémon an Kennys überquillen im eigenen Inventar. Ja, bin ich wirklich sehr voller Vorfreude. Ansonsten euch heute noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch, dass es nicht viel regnet, denn es sieht jetzt schon draußen sehr düster aus. Aber auch nicht schlimm. Da heute Team Rocket auf dem Plan steht, wäre es gar nicht so schlimm, wenn es regnet. Aber Rauch anschmeißen lohnt sich für all diejenigen, die ein Ticket haben. Und diejenigen, ich habe gelesen, ein paar von euch hatten gestern nicht ganz so viel Glück. Gibt's halt. Wie gestern schon gesagt, ich weiß nicht, wie ihr spielt.
Wer genauso Gas gegeben hat wie ich, der kann eigentlich nicht eine schlechte Ausbeute haben. Ihr müsst halt euch überlegen und auch eine eigene Strategie aussuchen, wie das für euch am besten Sinn macht. Wollt ihr raiden? Wollt ihr Pokémon anklicken? Wollt ihr mit Ticket Vollgas geben? Wollt ihr in aller Chilligkeit euch nur zu Hause auf die Bank flezen? Ich hatte mich gestern nochmal mit Ralf unterhalten und der hatte auch mit Rauch gespielt. Ich habe hier zu Hause, mal als Beispiel, ich hatte auch einmal in dieser Freundschaftsstunde, in der ersten Stunde, hatte ich hier nur zu Hause Rauch an. Ich habe in der gesamten Stunde nicht ein Shiny bekommen, obwohl ich Rauch an hatte. Und Lockduft in den Pokestops. Und das ist eben das Ding. Wenn du nur von zu Hause aus gespielt hattest, die ganzen 10 Stunden, ne, dann ist das nicht so effektiv, als wenn du eben draußen, ne, rumfährst. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist eben der Punkt. Und deswegen kann der eine, wenn der eine 10 Stunden spielt von zu Hause, hat der eine ganz andere Ausbeute, als wenn einer da unterwegs ist und in einer Tour irgendwie versucht, die Cluster-Spawns abzugrasen. Das ist eben, das darf man alles nicht vergessen. Also heute habt ihr nochmal eine Chance. Ich wünsche euch da viel Glück, die gestern eben nicht so viel Glück hatten. Und damit euch noch ein schönes Wochenende, ein restliches. Also Rinjaun, macht's gut und tschüss.